Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Hysteria. Ja, jedes Gefühl, wenn man vergisst, sein Headset aufzusetzen, damit man überhaupt was hören kann. Auf den letzten Drücker, während man die Aufnahme schon begonnen hat. Experte, in der letzten Folge haben wir die Feuerprüfung begonnen und ich habe diesmal eine etwas intensivere Trainingssession eingelegt und zwar habe ich jetzt bis zur Level 39 gelernt. Wenn ich mich jetzt nur erinnern könnte, was ich alles gelernt habe. Sorry hat, glaube ich, nichts gelernt. Nee, Sorry hat nichts gelernt, das weiß ich. Mikleo hat gelernt. Ich glaube, Wasserschlange. Und nebeliges Riff war, glaube ich, auch noch am Leuchten letztens. Aber ich glaube, das hatte er schon. Vorher, ich habe das noch nie benutzt. Ja. Dann Rose hat, glaube ich, ein, zwei Sachen gelernt. Was war es? Energiegeysir, ich glaube Energiegeysir, oder? Oder war es schon vorher? Ich weiß ja gar nicht mehr. Oder Durchsturm. Durchsturm kann es sein. Da kann man eigentlich an den Einsätzen sehen. Oder Stern, ja, Sternexplosion. Viermal Einsätze, also da ist ja wahrscheinlich, dass sie das gelernt hat. Layla hat gelernt. Ich glaube gar nichts. Oder? Doch, weil es heißt Irrsinn hat sie gelernt. Ja, und Edna hat gelernt. Weiß ich nicht. Hagelschauer? Nee, Schneefall wahrscheinlich. Soll man alles an die Einsätze sehen. Diesel hat gelernt. Schnelligkeit sieht man hier sogar noch. Und ich glaube noch irgendwas. Schuss des Zorns vielleicht oder Orkan der Eifersucht. Egal. Dann noch ein paar Amortisierungsangriffe. Ich glaube Dreifachpfeil haben wir gelernt. Hier nix. Erdenschüttler habe ich gelernt, habe ich noch nicht benutzt anscheinend. Und ja, einiges neu gekommen und ich habe eine Kampfaktion erlernt und zwar hier Todeszorn. Ich weiß nicht genau, wodurch ich die bekommen habe, aber ich habe so den Verdacht, dass ich sie bekommen habe, nachdem ich 50 Mystic Arts eingesetzt habe, weil ich hatte, weiß nicht, hier stand zum Beispiel Bedingung für Erwerb gewegte mystische Arts und das war auf 50, als ich da hingeguckt habe und das hier erschienen ist, weil das ist ja alles neu dazugekommen noch. Also nehme ich mal nach 50 Mystic Arts habe ich das hier bekommen. Ja, nehme ich an. Und ja, was noch? Ich glaube sonst nichts. Ich muss mal in ein Gasthaus hier übernachten, weil ich kann hier offscreen echt nicht in ein Gasthaus übernachten, weil andauernd immer irgendwelche Skits offscreen kommen und die kann ich mir natürlich nicht angucken. まだ戦う時には邪魔にならないようにしておきませんとね。まあ、私は面倒だからパスパス切っちゃうけどね。ロゼさんの髪型も素敵ですわよ。そう？その長さになるのにどのくらいかかったの？ そう言われますと短かった時を覚えていないかもですね。昔すぎて忘れちゃったってこと？長生きだもんね。ですわね。長く生きていると一昨日の夕食が何であったかも時に忘れてしまいますわ。その辺は人間でも忘れるけどね。生まれた時の最初の一言なども今となっては全く覚えていませんし、その辺は人間でも忘れるけどね。 Okay. Wir fassen zusammen. Layla kann sich an nichts erinnern. Ja, noch irgendeine frittiertes Hühnchen, okay. 5000, dann kriege ich einen Geldbonus, okay. Neues Gericht, aber komischerweise nicht ein neues Git. Wahrscheinlich nur, wenn ich offscreen wieder spiele, ne? So, okay. Geldbonus ab 5000 Schadenspunkte, okay. Wir wissen ja jetzt seit dem letzten Part, wie man die Rätsel macht bei der Feuerprüfung. Ach ja, ich habe die Kleidung von Zoray ein bisschen geändert. Weil ich hätte gerne die Kampfmusik hier. Ich weiß gar nicht, geht das hier auch? In dem Gebiet, wo die alte Kampfmusik kommt. So. Wir wissen jetzt, wie die Rätsel gehen. Man muss einfach nur unten gucken,
Und ja, boah. Die Musiklautstärke so umschaltet, ey. Mein Mikrofon ist, boah. Da muss ich nur noch wissen, wo ich überall war und wo nicht. Wir gehen nochmal überall hier rum. Ich habe übrigens nicht hier trainiert, ich habe auf der Wiese des Triumphes trainiert. Damit der Herrscher des Landes Erfahrungspunkte bekommt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich jetzt sehr viel stärker geworden bin für dieses Gebiet. Also das Gefühl, ist nicht so ein riesiger Unterschied, wenn ich trainiere. Ist einfach nur um neue Fähigkeiten und so bekommen. Denke ich jedenfalls. So, hier war eine Sackgasse. Ja. Dun, dun, dun. Ja, toll. Ja, die Musik, die schüchtert mich irgendwie so ein, dass ich irgendwie weniger Kommentare schreibe, sage. Aber habe ich schon Schaden bekommen? Mein erster Kampf und ich komme direkt aus dem Gasthaus. Au. Jetzt machen wir die neue Attacke ein. Cool, ich kann nicht mal wieder schnell Angriff einsetzen. Das ist so kacke, ne? Ich immer in ein Gasthaus gehen muss auf Screen. Sorry, Mikleo, wow, alle. Alle bis auf Rose, glaube ich. Da kann man wieder die vernünftigen Dinger hier ausrüsten. Okay, ich habe zwei von euch. Ich wollte schon sagen, das sah erst nach mehr aus. Da rüsten wir wieder die geilen Sachen hier aus. Warum können die nicht so irgendwie noch leveln? Die Titel, meine ich. Was habe ich gelernt? Zornige Winde. Oh, ich dachte, da wäre eine Dings, die ich lernen würde. Nee. Warte, ich habe zwei Sachen gelernt, oder was? Schneidende Brise. Ja, schneidende Brise, das wollte ich lernen. Warum habe ich jetzt das hier? Höheres Verwirrungsart von Proposchneide. Proposchneide ist von Schallstoß, ne? Na, Sechserschlag. Wetterfahne. Bald müssen uns ja auch die Dings ausgehen, ne? Die Arts. Riesiger Mond, das hatte ich schon ein paar Mal. Ich hoffe, irgendwann bekommen wir an diesen Punkt an, weil dann kann ich ein bisschen öfter trainieren. Ohne Angst haben, dass ich offscreen irgendwas lerne. Was ich ja so oder so jetzt gemacht habe. Mache ich nicht gerne. Dass jeder sieht, was ich für Sachen lerne. Der Komplettierung zuliebe. Man weiß natürlich sehr gut. Kämpfen wir zum ersten Mal gegen die Viecher? Voll in die Mine reingelaufen, gut. Jetzt mal eine neue Attacke ein. Wer so ein Sturmangriff? Hat der Angriff den Espel auch eingesetzt hat? Sieht ein bisschen aus wie der Angriff von Espel. War ja auch so ein grüner Sturmangriff. Animal Crossing Musik. Es sieht aus, wenn man... Ey. Oh Mann, warum? Muss ich mal ganz kurz heilen, danke. War schon wieder unnötig knapp. Oh, die Kamera, ne? So, ich habe doch irgendeine neue Art. Ich weiß, die heißen nicht so.
Ah, cool. Lange bin ich auch irgendwo, ja. So. Naja. Oh. War doch nicht nötig jetzt. Fehlerfahrungspunkte. So, hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Boah, du machst das jetzt extra, ne? Ja, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit. Ups. Alles hier kämpfen. Musik ist ja so laut, ich kann ja irgendwie nicht vernünftig kommentieren, habe ich so das Gefühl. Warum sind die hier so anhänglich? Will ich gegen euch kämpfen, Mann? Ey, wie oft ich ja schon rumeier in dem Gebiet, ey. Wie lange? Weil ich noch nicht viel erreicht habe. Ich höre schon wieder irgendwas. Ich renne hier rein. Aber ich weiß gar nicht, wo ich jetzt schon war und wo nicht. Ich meine, da können wir schon weiter, aber hier war noch irgendwo so ein Raum mit vier Sockel. Wo war der nochmal? Ich finde den jetzt echt nicht wieder. Der eine, wo ich so am Verzweifeln war, wo ich mich darüber beschwert habe, dass man keinen Hinweis darauf hat, ob man weiterkommt oder nicht in dem Rätsel. Natürlich wieder voller Bullshit war. Aber okay. Vor allem, das bringt irgendwie nichts, ne? Ja, geil. Geile Fähigkeit mit Cleo. Wie schaffen wir es in einem Kampf so viel Schaden zu bekommen? Wollen noch nicht mal kämpfen? Ja, muss doch irgendwo hier sein jetzt, ne? Ne, was zum. Wo ist dieser Raum nochmal? Ich will noch, bevor ich da weitermache, den Raum finden. Da kann ich ja theoretisch schon früher hin. Boah! Komm schon, hier irgendwo? Keine Ahnung. Nee, glaube ich nicht. Sieht man das schon am Layout, dass das nicht hier richtig ist? Nein, an den komme ich sowieso nicht vorbei. Da war irgendwo nur eine Sackgasse, glaube ich. War das, wo ich herausgefunden habe, wie das Rätsel funktioniert. Soll ich sagen, dass ich das nicht wiederfinde? Ja, da war nicht richtig, ne? Muss das doch irgendwo da sein. Ja. Sommer. Nein, das nochmal. Ja, meine Güte. So, jetzt wissen wir, wie das Rätsel geht. Mache dich an. Zwei, drei, vier. Was? Boah, verpiss dich. Danke. Ich hab keinen Bock gegen euch zu kämpfen jetzt. So. Dafür müssen wir sogar hin. Höhe die Truhen. Drachenschwanz. Ist das nicht diese Waffe, die mir Verteidigung gibt und also was?
Ja, sehr traurig. Ich habe schon viel bessere Sachen. Ja, ich dachte schon, es hier. Ich habe noch bessere Waffen, das ist so nervig. So, dann muss ich mal gucken, wohin. Dahin irgendwo, glaube ich. Mal da lang. Boah. Wenn umfährt die schneller als man selber ist. Dass man den nicht mal ausweichen kann, das ist so nervig. Oh, ich dachte bei der Tür. Mach mal hier. Nur hier. Kann ich hier irgendwo? Jetzt müssen wir erstmal herausfinden, wo wir hin müssen. Das sieht doch, glaube ich, richtig aus. Da, glaube ich. Ja, komme ich wieder zum Anfang. Ja, ich komme mir mit dem der Karte nicht so klar, ich weiß. Ich glaube da. Da unten, ja, ist oben. Kann dann schon mal nicht richtig sein. Nee, ich glaube, hier ist nicht richtig. Soll irgendwo unten sein. So. So, was haben wir hier? Mehrere Wege noch. Ach, da muss ich hin, okay. So. One. Na, die habe ich schon, okay. Two. Oh, für was mache ich das hier? Three. Dann kann mein Fuß mal aufhören, eingeschlafen zu sein. Ah. Oh, Feuer. Ein Aufzug oder so. Und hier müssen wir hin, okay, dann auf nach oben. Dann ist da doch noch richtig, erstmal. Da unten ist eine Speicherung, das ist schon mal sehr beruhigend. Das ewig machen. Boah, dieser Blöde. Oh mein Gott, echt. Guck dir einer an. Wie lange dauert denn das? Ich will nicht gegen euch kämpfen, Mann. Level 49. Mann, wir können die Monster hier nur so nervig sein. Hi. Madlains. Ja, finde ich gut, dass das gelohnt hat. Dann runter. Zu unserem Bosskampf nehme ich an.
Aber hier kann man nicht irgendwie, ne? Nur dahin, da geht dahin. Wird schon richtig sein hier. Aber wir haben alles hier erfunden, erkundet, gelootet. So, alle hochgeilt. Die Herkunft des Dobererzes. あちこちに石成鉱があったから。そうか。石成鉱は強力な火の天強術が発動した後に生成される鉱物だった。強力って、ライラの術みたいな?いいえ。私程度の炎では石成鉱は作れません。はい、was Gespräch nicht schon mal? Halt mal dieses exakte Gespräch nicht schon? Ja, ich speichere jetzt erstmal. Diesmal gehen wir mal sehr, sehr professionell einen Kampf rein. Und ich wette, hier kommt einer. Und wenn nicht, dann immer mal Lanes und also was bekommen. Also Artverteidigung plus 8. Mehr so verteidigen, obwohl Artverteidigung hier wird ja die ganze Zeit so gesagt, ein stärker Artanwender. Also machen wir das so. Ich will den Monolith. So, was kommt jetzt?世界の始まりと終わりの時に出現するといわれているお方ですわ。できれば出会いたくない相手だよね。さて、どうすればいいのかな?あの石、怪しそう。怪しいこと以外は、さっぱりわからん。略してサパランね。古代文字だ。暗号じゃないね。 普通に読めた。あ、でも、ムスキカットオフがある。横島なる意に、降参と欲する善なるものよ。よもの石碑に何時が手をかざせ。我、ムスキの覇者の炎を何時が意に添え。おお、なんか頭良さそう。遺跡好きの基本だよ。で、要するに?4つの石碑に手をかざせば、ムスキの力が手に入るってことかな? なんだ、内容は簡単じゃん。スレイさん。あれ。スレイ。あいつの領域か。まね。サラマンダー、オッケー。 Wie gesagt, das ging sehr dünn Domäne unternehmen, sonst haben wir keine Chance. Diese Angriffe sind so grausam, wie sie aussehen. Ich hoffe, wir können Verbrennungseffekte vermeiden. Muss ich irgendwas machen? Hey, das sieht sogar so aus. Ich hab schon irgendwie gedacht, dass das so abläuft. Nennt mich ein Genie. So, und jetzt? Na, komm mal her. Ich wollte eigentlich. Oh, jetzt kommt er mit diesen ganzen Wölfen auch noch. Kannst du mal aufhören zu verrecken? Kann ihn die ganze Zeit zu verschauen bekommen. Der steht nicht widerstehen, komischerweise. Okay.
Du kannst auch mich auch mal irgendwann heilen, ne? Danke. Boah, es tut die sich wieder mit denen. Danke, danke. Oh, hi. In seine Stimme. Au, au, ey, 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 ey. Einen neuen Angriff muss ich auch mal einsetzen. Bom, 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 bom. Warum kann ich er brennt also oh, der hat gar keine Chance. Nein, das machst du jetzt nicht. Aber das kann ich ja auch wohl heilen, danke. Lass mich rein, ich darf entscheiden. Fuß mir
Schön, die falsche Reihenfolge anzeigen. Flamberge, okay. Die tun die falsche Reihenfolge anzeigen. ゴダイシン・ムスヒが残した火の秘力、氷魔の領域、そして最下の剣士に抗するための力、見事な返答だったぞ。どうしよう、氷魔、浄化したのに。いや、これが私の本当の姿なのよ。そうなんだ、じゃあよかった。こだわりがないな。さすが二つの試練に合格するだけのことはある。あ、力と心の試練。改めて挨拶しよう、同志スレイ。私が天族エクセルだ。あ、またやそう。全部わざとだったのか。悪趣味だな。仕方あるまい。人間の悪趣味に相対すのが同志の運命なのだ。まあ、多少懸念が過ぎたのは、私がかつて人間だったせいかもしれない。人間だった？おやおや、何も知らないのか。天族になって久しいが、元はあの通り。天族には2種類あるの。天族として生まれたものと、人から天族になったものと。驚いたな。新事実だ。カメ人天族はカメから天族になったのか。カチュアンバイツバチスターク。だとすると、制約で浄化の炎を手にした。ドルミンから天族になったということだな。待てよ。大変な覚悟をしたの。一体どれほどのものを失った。ネズミ的な要素。何も。スレイさんは、ノックス対象のものを与えてくれる方ですか。その結論は安易すぎるだろう。俺が何？いえ、アップル組的な方だと。回復と味で二度おいしい。What？ お前は面白い同志だということだよ。どういう意味？時々言われるんだけど。いいじゃありませんか。さあ、行きましょう。試練はまだ3つ残っている。油断なく精進するだけ。Aber es gibt 5 Großgeister, oder? Szenario-Fertigkeiten. Spirituelle Kräfte. Indem du die spirituellen Kräfte des Hirten erlangst, erlernst du nicht nur mystische Arts für die Amortisierung, sondern auch Szenario-Fähigkeiten, mit denen du bei allen Gruppenmitgliedern bestimmte Staatskrankheiten ein kannst. Kannst du... Okay. Segenskugel. Flamberge, Titel wurde hochgestuft, okay. So, darf ich hier speichern, ohne dass irgendwas kommt direkt? Gut, dann speichere ich hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play. Tales of Zestiria, ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.